Eine junge Frau beschäftigt auch Melina Hoffmann und vor allem Paul Richter. Die Beamten folgen einem Notruf nach Köln-Port. Hallo, die Polizei ist da. Oh. Alles gut. Hat dich gar nicht gesehen. Ganz ruhig, alles gut. Sind Sie verletzt? Endlich sind Sie da. Ja, alles gut. Was ist denn los? Was ist passiert? Zeig mal den Kopf gerade. Das tut so weh. Zeig mal her. Ich hab hier... Auf den Kopf gekriegt. Ne? Soll man einen Rettungswagen dazu rufen mal? Nein. Nein. So, was ist denn passiert? Sie haben angerufen wegen Einbruch, ne? Ganz ruhig, alles gut. Was ist denn da noch? Guten Tag. Hallo. Ach, gut, Wer sind Sie? Merle de Vries. Ich bin die Mitbesitzerin des Ladens. Ach so, von dem Laden. Genau, okay. Die Kollegin, genau. Das ist die Mitarbeiterin von Ihnen, ne? Ja, wir uns gehört der Laden zusammen. Sie waren das beide. Okay. Sie hatten Platz vor am Kopf, haben Sie schon gesehen? Ja, genau. Haben Sie den Verbandskasten. Gerade den, genau, erste Hilfe. Haben Sie was gesehen, wer das war? Ich bin aus der Pause gekommen und es war ein großer Mann, dunkle Haare, mittelgroß vielleicht. Das ging alles so schnell und dann hat er mich hier hinten geschlagen und ich bin dann erstmal gelegen eine ganze Weile und jetzt bin ich gerade zu mir gekommen. Waren Sie dabei? Okay. Ich war nicht dabei. Nee, ich bin dann von der Pause hergekommen und habe sie gefunden. Ach so. Sie haben das alles gar nicht. Ich guck mal, dass ich hier draußen ein bisschen versorge. Sie wollte keinen Rettungswagen haben, aber... Okay, ja, ich wollte sie sowieso. Ja, okay. Na. Willst du sie einmal versorgen oder was? Oder soll Kann ich dich alleine lassen? Oder? Ja. Nein, bitte eher. Ich soll es machen? Ja. Okay. Ja, da kommt. Dann nehmen Sie mal. Halte ich mal fest hier, so, dass wir nicht umfest kommen. Sie muss ich natürlich auch noch mal befragen. Also Sie sagten jetzt gerade, Sie sind die Mitbesitzerin. Genau. Sie sind beide Teilinhaber. Gehört der Laden, ja. Okay. Genau. Und Sie haben aber jetzt nichts mitbekommen, haben Sie quasi jetzt nur so aufgefunden? Genau, ich habe sie gefunden. Ich habe, also das ist schon der dritte Einbruch in 2 Monaten. Wir wissen nicht, warum wir gerade davon betroffen sind. Der Laden schmeißt nicht viel ab. Ja. Wir verdienen sowieso schon ziemlich wenig hier durch den Laden und... ich kann es mir nicht erklären. Immer werden nur die Tageseinnahmen mitgenommen. Die Kasse wurde aufgebrochen, 600 Euro von heute, knapp, wurden mitgenommen. Ich weiß nicht, was der will hier. Können Sie sich denn irgendwie vorstellen, wer das war? Haben Sie irgendwelche Feinde? Haben Sie irgendwie Streit mit jemandem oder dem Sie das zutrauen? Weil es ist recht ungewöhnlich tatsächlich, dass es 3-mal innerhalb so kurzer Zeit passiert. Ja, das stimmt. Also Feinde würde ich jetzt nicht sagen, aber unser Vermieter ist nicht so nett. Also der möchte uns hier raus... haben. Ja. Hat uns auch schon ein paar Mal versucht, hier rauszuekeln auf gut Deutsch. Der möchte das hier wohl neu sanieren und für mehr Geld vermieten. Ja, und was heißt denn rauszuekeln? Wie muss ich mir das vorstellen? Also der ist halt, der schreibt Briefe, fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob Sie die sehen wollen. Haben Sie die gerade hier? Ja. Ja, gerne. Können Sie mir einmal gerne zeigen. Die Beamtin bittet den Vermieter in den Blumenladen. Im Porzer Blumenladen ermitteln die Beamten indessen Unstimmigkeiten. Das hättest du auch mitnehmen können einfach, ne? Ja, ist halt ein bisschen komisch, ne? Weil so viel Zeit hast du ja nicht noch, die mal eben aufzubrechen und dann abzuhauen. Dann nimm die doch halt so mit. Das ist ja... Hey, haben Sie denn Prinzessin! Sollen wir mal da rum? Katie! Nee, nicht du schon wieder. Hey, Katie! Was ist denn mit deinem Kopf? Nee, kann ich dich versorgen? So, wer sind Sie denn? Hallo! Sind Sie der Vermieter? Ja, Henrich ist mein Name. Hatten wir telefoniert? Ja, wir hatten telefoniert. Joshua, genau. Ich hatte Sie gerade angerufen. Ist was? Das ist mein Sohn Joshua. Sie, Sie dürfen mich hier immer die ganze Zeit anfassen. Das ist nicht schlimm, aber... Hey, Joshua, Henrich, ich sorge mich gerade um Sie. Weil das ist Sie lass mich bitte. Meine das ist Katie. Echt zu viel. Also, Sie sind der Vermieter? Ja. Und der junge Mann hier gehört zu Ihnen? Das ist mein Sohn Joshua. Das ist der Sohn? Ja. Was heißt denn, ist genug? Sie kennen sich ja. Sie beiden. Ja, erzähl doch mal. Wir kennen uns durch unseren Vermieter und er macht mich permanent an, ständig, andauernd. Ach. Mittlerweile kriege ich sogar Nachrichten, mega aufdringlich, er will ein Date mit mir haben. Ich habe ihn schon bestimmt, habe ich ihm schon 10-mal gesagt, nein, ich habe kein Interesse. Und so, er lässt das ist eine klare Ansage, bleiben. Ne? Wenn ich dann weiter sehe und wenn ich hier weiter Avancen wahrnehme, dann müssen wir uns mal etwas intensiver unterhalten. Einen Täter für den Einbruch im Blumenladen suchen auch die Beamten und fragen den verdächtigen Vermieter. Ich habe gerade gesagt, das ist der dritte Einbruch. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben begründetes Interesse, dass die beiden Damen den Geschäftsbetrieb hier einstellen bzw. ausziehen, wenn man das so nennen kann. Ich möchte hier investieren. Den Brief, den ich das da gesehen habe von Ihnen, der war ja auch nicht so nett geschrieben. Ne? Das macht man ja nicht. Also wenn man ein normales geschäftliches Verhältnis hat, dann kann man ja mit Anstand sagen, ja, ich... Gut, das Leben ist kein Ponyhof. Nee, das ist wahr. Das ist der letzte Laden hier, den ich noch entmieten muss und dann kann ich hier wirklich kernsanieren. Und die beiden Damen sehen es einfach nicht ein. Ich habe doch auch ein bewusstes Interesse, hier was machen zu wollen. Ich will doch hier Geld reinstecken.
Ja, und die beiden Damen sind mir da natürlich im Weg. Klar, da geht man mit ein bisschen härteren Bandagen vor, das kommt vor im Geschäftsleben. Ja, aber ja, da ist auch dann, ich sag mal, also das ist jetzt ein doofer andere. Zufall, dass jetzt innerhalb von 2 Monaten hier 3 Einbrüche stattgefunden haben. Ja, da hab ich aber nichts mit zu tun. Jetzt müssen Sie natürlich verstehen, dass wenn Sie da so ein Verhältnis mit denen haben oder halt eben auch nicht, dass Sie die halt raushaben wollen, dass wir möglicherweise davon ausgehen müssen, dass Sie da in irgendeiner Form mit drin verwickelt sind. Ja, nee, also nee, das nicht. Bin vielleicht ein harter Hund als Geschäftsmann, okay, aber irgendwo mit Kriminalität, da hört's auf. Herr Richter, ich kann es Ihnen auch beweisen, dass ich ihn schon oft abgewimmelt habe oder zumindest versucht habe. Komm hier hin. Und hier sind die Nachrichten. Hey, du hast dir doch mal überlegt, wir beide Samstagabend, es reicht langsam. Ich habe dir gesagt, du sollst mir das gehen, ich kapiere das endlich. Ach komm, gib mir eine Chance, dann lege ich auch ein gutes Wort bei euch, bei meinem Vater ein. Erpresst du mich jetzt? Das ist keine Erpressung, ich will euch einfach mal helfen, aber das kostet dich eben, ein Date mit mir. Nee, außerdem habe ich jetzt gerade jemanden kennengelernt. Jen, hören Sie mal zu. Hören Sie mal zu. Ihr Vater wird Sie gleich. Aufdringlich und nicht nett. Ihr Vater wird Sie gleich ins Gebet nehmen, ne? Wenn Sie solche Geschäftsgebaren hier an den Tag legen, dann machen Sie sich beide sehr, sehr angreifbar. Und ich glaube nicht, dass dem Papst das gefällt. Nee, da werden wir noch ein paar Worte drüber verlieren müssen. Ja, aber es ging mir doch um Sie, dass Sie den Laden noch behält. Wenn man versucht, auf eine subtile Weise, fast schon durch diese sexuelle Anbiedern, sage ich jetzt mal, so erpressungsmäßige Touren da an den Tag zu legen, dann werden Sie leider ganz schnell in den Genuss kommen, dass das nicht aufgelöst werden kann. Dann kriegen Sie nämlich Ärger mit der Polizei und Sie müssen das alles juristisch klären. Das geht nicht. Danke, dass du so viel Verständnis für mich hast und mich da in Schutz genommen hast, weil er ist super aufdringlich und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Ja, vor allem, wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt das auch Nein. Ne? Genau. Und also, wenn der Paul Richter Nein sagt, dann heißt das auch Nein. Wie auch immer. Ich würde mir gerne noch mal die Einbruchsstelle angucken, also wo der Täter möglicherweise reingegangen ist. Können Sie mir das einmal zeigen? Ja, sicher. In Köln-Porns macht Melina Hoffmann eine Entdeckung, die alles in ein neues Licht rückt. Normalerweise schließen wir die auch immer ab, wenn wir Pause machen. Okay. Ja, hier ist ja... Ja, okay. Ja, das soll mir erstmal reichen. Ich mache das mal hier zu, ne? Mhm. Ich habe mir dann die vermeintliche Einbruchsspur mal genauer angesehen. Da ließ sich relativ schnell daraus schließen, dass es sich hier um einen untauglichen Versuch bzw. einfach möglicherweise um eine vorgetäuschte Straftat handelt. In Höhe des Schlosses waren irgendwelche Kratzspuren mit irgendwelchen blauen Anhaftungen. Wenn ich eine Tür aufbreche, dann sind da sogenannte Hebelmarken oder das Schloss ist rausgestochen oder was in welcher Form auch immer. Ja, das musste ich aber erstmal mit meinem Kollegen besprechen, weil meiner Meinung nach stand hier definitiv das Vortäuschen einer Straftat im Raum. Ja, also ich habe mir das hinten angeguckt, ne? Das grenzt an einen untauglichen Versuch. Also du kriegst die Tür bestimmt auf, wenn sie abgeschlossen ist irgendwie, aber nicht mit dem, was ich da gesehen habe. Da sind keine Hebelmarken, nix, sondern wirklich nur so Kratzer. Also irgendwas stimmt hier nicht. Okay, pass auf, dann sollen wir sie nochmal ins Gebet nehmen, die beiden. Ja, weil irgendwie, also entweder einer war richtig dämlich, selbst dann funktioniert es nicht, oder die haben hier irgendwas, was sie uns nicht sagen wollen. Vielleicht, dass sie hier bleiben können oder was, ich weiß es ja nicht. Ja. Haben die Floristinnen den Einbruch vorgetäuscht? Paul Richter fragt beide über die Leitstelle ab. Frau Zielonka, okay, ich habe hier mehrere Sachverhalte. Einmal ein Verkehrsunfall, Auffahrunfall war vor 2 Monaten. Du hast den aufgenommen. Dann haben wir. Kennen wir uns? Bei euch im Laden ist euch ja bekannt. Verkehrsunfall. In den letzten Monaten schon bekannt vor. Mehrere Einbrüche und wir haben auch eine Meldung von der Frau Zielanka Privatadresse. Dort auch Wohnungseinbruch gemeldet. Allerdings, Kollegen sind wieder gefahren, weil falscher Alarm. Sie haben aber viel, ne? In letzter Zeit gehabt. Viel Stress. Ja, es hat sich jetzt gehäuft. Ja, das kann ja sein. Also, ne, aber da einmal sind sie wieder weggefahren, da war nichts. Und wir hatten eine Vergangenheit, wir haben einen Autounfall. Ich habe mich überlegt, dass wir uns irgendwo erkennen. Sie kamen bekannt vor, manchmal vertue ich mich auch. Doch, sie haben mir sehr geholfen, sogar bei dem Autounfall. Aha. Sie waren total fürsorglich und haben sich um mich gekümmert. Ja, so bin ich, ne? Der Polizei dann Freund und Helfer. Andere Person war aber negativ, ne? Also war es aus gar nichts. Nee, keine Einträge. Ja, bedankt. Wo waren Sie denn zum Zeitpunkt der, des Überfalls? Wo haben Sie sich aufgehalten? Ich war im Café die Straße runter. Die Straße. Und Sie haben Pause gemacht, haben ich Sie gesagt. Ich habe Pause, ne, gemacht. Wo haben Sie denn Ihre Privatsache? Haben Sie einen Spind oder einen Schrank irgendwo? Ja, wir haben einen Schrank. Zeigen Sie uns das einmal. Also wo Sie sich normalerweise irgendwie, wo Ihre Taschen liegen, weiß ich nicht. Haben Sie ist der das Tick? Jetzt echt notwendig? Oder? Ja, ich sag mal, Sie haben ja nichts zu verbergen. Sie wollen doch, dass wir Ihnen helfen. Sie wissen doch, dass ich so fürsorglich bin. Kommen Sie mit.
Also das sind unsere privaten Schränke da. Ja. Da links. Das ist der Brief, ne? Vom Genau. Vom Anwalt. Kannst selber durchlesen, nochmal von dem Vermieter. Das ist in ihre privat. Genau. Schränke. Wem ist die genau, Tasche? Das ist Katis. Das ist Katis Tasche. So. Dann sehe ich hier noch Handtücher. Ich dachte mal reingucken, ja? Aha. Die Farbe passt übrigens zu diesen Kratzern an der Tür. Was macht denn ein Brecheisen, ein Kuhfuß, bei Ihnen in der privaten Tasche? Ich hab's da nicht reingelegt. Da der Täter wahrscheinlich. Das ist nicht meins. Also wahrscheinlich platziert. Also Sie wollen uns jetzt erzählen, die Kasse, die da lag, hat der Täter nicht einfach mitgenommen, die hat er aufgebrochen, hat die dann da liegen lassen, hat das Geld mitgenommen. Komischerweise ist genau auch dieses Geld vermutlich da in dieser Tasche drin. Das Brecheisen, was auf einmal jetzt da in diese Tasche kommt, hat zufälligerweise die Farbe von den Kratzern an dieser Tür. Was ist das? Ach. Ja, hübsch. Wieso ist das bei Ihnen in der... Was ist denn das? Was soll das, Kathi? Bei dem Autounfall da... Bitte? Bei dem Autounfall da? Da warst du so fürsorglich und du warst der Einzige, der sich richtig um mich gekümmert hat. Bis zum Ende und so ist er. Ich kann es mir auch selber nicht erklären, aber seitdem kriege ich dich nicht mehr aus meinem Kopf raus. Ja, das sieht man. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Süß. Frau Zielonka, ja, kann das sein, dass der Einsatz hier einen bestimmten Grund hat, warum ich hier bin? Und warum möglicherweise bei Ihnen der Einbruch zu Hause doch kein Einbruch mehr war, als die Kollegen kamen, weil vielleicht nicht der richtige Kollege dabei war? Ich wollte dich unbedingt wiedersehen. Das mag sich vielleicht lustig anfühlen, ist aber relativ unangenehm in so einer Situation. Ne? Wir versuchen, professionell zu bleiben, zu arbeiten. Das hätte die junge Dame mit Sicherheit auch anders anstellen können, ohne auf diesem Wege an mich ranzukommen. Jetzt ist es eher unangenehm. Die junge Floristin erhielt Anzeigen wegen des Vortäuschens einer Straftat und Diebstahl. Ihre Kollegin distanzierte sich von ihr und suchte sich einen eigenen Laden.